einem Cupspiel und zwei Meisterschaftsspielen. Jetzt bei uns im Interview Philipp Husbeck. Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut, danke. Ich habe die zwei oder die drei Spiele schon angesprochen. Wie fällt dein Resümee zum Saisonstart aus? Ja, also ich denke, dass man jetzt am Anfang der Saison noch nicht recht viel sagen kann. Aber ich denke, also das Cup-Spiel haben wir, glaube ich, mal positiv bestritten. Da sind wir souverän weitergekommen. Es ist immer ungut zu spielen gegen kleinere Mannschaften. Aber wie gesagt, sind wir souverän weitergekommen. Dann ist Red Bull gekommen, im ersten Meisterschaftsspiel, wo wir, glaube ich, einen richtig guten Auftritt hingelegt haben. Gleich am Anfang. Und ja, jetzt das Spiel in Ried, was nicht recht positiv war. Aber ich denke, dass man das schnell abhaken muss und ja, wieder positiv sein muss. Du hast gerade beim Herfahren zu mir gesagt, es war einfach so ein komisches Gefühl auch gegen Ried. Wie erklärt man sich zwar so unterschiedliche Spiele, zuerst gegen Salzburg der Auftritt und dann eine Woche später gegen Ried? Ist eigentlich schwer zu erklären. Ich glaube, dass man richtig motiviert ins erste Spiel reingegangen sind. Richtig aggressiv. Ja, wir waren immer Erster, immer einen Schritt schneller wie Red Bull. Und das war einfach im zweiten Spiel überhaupt nicht der Fall. Wir sind immer nachgelaufen, sind in keinen Zweikampf gekommen und ja, dann sieht man, dass ein ganz anderes Spiel rauskommt. Man hat gesagt am Anfang der Saison, man kann sich vieles wünschen, man muss aber in jedem Spiel alles geben, um mit Punkten vom Platz zu gehen. Wenn man runterschaut, ich glaube, die sind erst gestern fertig geworden, um deine Gräben auf der Outline wieder zuzuschütten, die du gegen Salzburg gezogen hast. Bist du so ein Typ, der sich in so ein Spiel so richtig verbeißen kann, der dann nicht mehr locker lässt? Ja, würde ich schon so sagen. Also für mich ist es wichtig, glaube ich, dass ich ein Erfolgserlebnis habe im Spiel. Ja, wenn ich das dann habe, glaube ich, dann gehen viele Sachen von selber und das kann man dann auch selber nicht wirklich erklären, warum und weshalb es leichter geht. Aber wie gesagt, ich glaube, ein Erfolgserlebnis ist immer wichtig für mich und dann ja, sieht man, was möglich ist. Sicher. Erfolgserlebnis ist wichtig, hast du gerade gesagt. Schauen wir ein bisschen zurück auf die Zeit bei Rapid und beim LASK. Du hast selbst gesagt, ist nicht ganz rund gelaufen für dich, aber die Zeit beim LASK war trotzdem für dich eine gute Erfahrung. Hast nicht so viel gespielt. Wie siehst du die Zeit bei Rapid und beim LASK? Ja, also es war eine riesengroße Erfahrung, in erster Linie bei Rapid. Die internationalen Spiele, was ich miterleben habe dürfen, wie auswärts, Ajax und so weiter. Das war eine riesen Erfahrung, auch wenn ich nicht so viel zum Zug gekommen bin. Aber ja, wie gesagt, das war eine super Erfahrung für mich und bin froh, dass ich das gemacht habe und dass ich das gesehen habe. Aber ja, jetzt bin ich trotzdem froh, dass ich da bin. Die Erfahrungen kannst du hier ganz gut gebrauchen. Wann war der erste Moment, wo du gedacht hast, Sturm, okay, das könnte eigentlich ganz gut passen? Ja, es war so im Winter, habe ich mir was überlegt und müssen, weil ich wollte wieder eigentlich spielen und mir jetzt auch wieder mehr nach Hause gezogen, weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe in Wien. Und dann hat das eigentlich mit LASK als so Zwischenstation gut gepasst. Ich habe mir gedacht, mit Aufstieg wäre es natürlich perfekt für mich selber, dass ich dann nur bleiben werde und wie gesagt, dann bin ich wieder in der Heimat. Aber dadurch, dass das dann nicht funktioniert hat, war es für mich klar, dass ich wieder unbedingt in die Bundesliga möchte, sofern das möglich ist. Und ja, Sturm Graz war für mich immer interessant und ja, große Tradition, wenn ich das Stadion da anschaue, ist unglaublich und immer unglaubliche Stimmung und für mich war das ja eigentlich nicht lang zum Überlegen und ja, ich glaube, das ist ein guter Schritt für mich jetzt. Mit dem Pisi spielt ja auch ein sehr guter Freund von dir bei Sturm. Hat es da Rücksprache gegeben vor dem Transfer? Hat das vielleicht auch noch mitgespielt, dass du dich für Sturm entschieden hast? Ja, auf alle Fälle. Also ich mich viel Austausch mit Bisi. Eben wie es in der Mannschaft ist, ja, alles drumherum, wie es da ausschaut. Und ja, nur Positives eigentlich zurück im Kino und ja, war sicher ja, auch ausschlaggebend für den Wechsel. In den ersten Wochen hast du auch, glaube ich, in der berühmt-berüchtigten Spendlaufer-Piesinger WG gewohnt. Eigenheim schon gefunden? Ja, jetzt da ist länger als eigentlich geplant gewesen, habe ich länger keine Berner geschlafen. Wo ich vorweg Danke sagen will, nochmal zu den Jungs. Nein, war schon wichtig für mich, auch für die erste Eingewöhnung. Aber ja, jetzt habe ich meine Wohnung gefunden und jetzt freue ich mich dann auch auf mein eigenes Reich. Was haben Bisi und Spendi für Eigenheiten in der WG? Das sind die Marotten der beiden. Ich glaube, Muffin backen zum Beispiel so ein. Ja, sie. Ich finde es super von ihnen, dass sie richtig zusammenhalten. Also, mir taugt es, wenn man miteinander was unternimmt und da
sich gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, dass das auch wichtig sein kann für den Platz dann, dass man richtig zusammenhält. Und ja, die zwei sind eigene Typen, aber richtig lustig und ja, man kann viel Spaß miteinander Haben Sie dir von Graz schon etwas gezeigt? Hast du schon was gesehen? haben. Ja, ich war so viel im Vapiano, muss ich sagen. Nein, ich habe schon ein bisschen was gesehen, am Schlossberg war ich oben. Und ja, also ich habe schon einiges sehen dürfen. Wie schaltet Philipp Rusbeck nach dem Training oder nach dem Spiel in der Freizeit ab? Was sind die Hobbys? Ja, wie gesagt, ich mache richtig gern was mit den Jungs und so. Und ja, da essen gehen oder ja, etliche Sachen ins Kino oder sonstiges. Einfach immer einen Spaß haben und einfach ja, abschalten können vom Fußball ist ganz wichtig für mich. Und ja, das fällt mir eigentlich mit den Jungs richtig leicht. Gehst du gern spazieren? Pokémon Go? Das muss ich sagen, ist da das Spende mehr der Fanat, aber da bin ich nicht so zum Haben. Wir sitzen gerade ganz oben in der Merkur Arena. Wie hast du das erste Heimspiel hier erlebt? Ja, richtig, also richtig unglaublich, wenn ich gehört habe, ja, dass es in der letzten Saison zum Schluss nicht mehr so gelaufen ist, auch von Unterstützung her und von dem Ganzen drumherum. Also von dem hätte ich eigentlich nichts mitbekommen. Also die Unterstützung war von Anfang an da und ich glaube, das war so ausschlaggebend für den Erfolg eigentlich dann, weil auch wenn es mal in einer Phase nicht gut gelaufen ist, im Spiel, haben wir richtig gemerkt, dass die Fans so ja, die nach vorne peitschen und richtig unterstützen. Also das war ja einzigartig eigentlich. Neben dem Platz wird auch gerade an der Nordtribüne gearbeitet, die Sitze wurden ausgebaut, neues Fassungsvermögen 17.000. Das ist schon richtig laut dann. Kriegt man das als Spieler mit oder bist du eher so Typ, der dann im Tunnel ist während dem Spiel? Ich sage teils, teils. Also man sieht und also man bekommt es dann schon öfters mit. Keine Ahnung, wenn man mal ein paar ins Out kommt oder so, dann hört man das schon mal richtig rein und es war gegen Red Bull schon eine unglaubliche Stimmung, obwohl es nicht ja, Stadion voll war. Aber ja, ich hoffe nur richtig, dass wir die Spiele positiv bestreiten können, dass wirklich das Stadion dann mal voll ist und ich das wirklich erleben kann. Jetzt sind noch ein paar Trainingseinheiten bis Samstag, aber werfen schon einen Blick voraus. Es geht nach Mattersburg. Was wird wichtig sein? Was für Spiel erwartest du? Ja, ich glaube, ähnliches Spiel wie in Ried. Ja, sie werden auch richtig aggressiv sein. Ich glaube, nur aggressiver. Sie sind nur athletischer und körperlich nur besser gebaut. Und ja, da wird nur intensivere Zweikämpfe geben. Und da müssen wir, also da hast du halt richtig dagegen halten. Und ja, ich glaube, dass wir unsere Schlüsse gezogen haben vom Riedspiel. Und ja, da müssen wir schauen, dass wir das wieder positiv bestreiten können. Zu Beginn haben wir gesagt, man kann sich einiges wünschen. Was wünschst du dir persönlich für die Saison, für dich und auch für den Verein? Ja, also für den Verein in erster Linie, dass wir ja, erfolgreich sind, das ist ganz klar. Das wünscht sich jeder Verein und ja, vor allem Sturm Graz, aber ich glaube, ich gehört wieder viel weiter rauf, als nur sagen, ja, wir müssen unter die ersten 4, 5, sondern richtig wieder mal mitspielen, war richtig cool. Aber ja, in erster Linie heißt, dass wir erfolgreich spielen und einen guten Fußball zeigen. Und für mich persönlich ist so, dass ich einfach verletzungsfrei sein will und das Spiel, also die Saison verletzungsfrei durchspielen möchte. Da wünschen wir und die Fans wahrscheinlich auch noch so viele Spiele wie gegen Salzburg, wo dich richtig hineinbeißt. Dankeschön fürs Interview. Dankeschön.